der Bürgermeister. Eine Feder kann kaufen, wer will. Hallo, Twilight. In Ponyville ist es friedlich und still. Nichts, was den Frieden stört in dem schönen Idyll. Ponyville grüßt diesen Morgen, der alle Sorgen vertreibt. Und ich bin mir absolut sicher, dass das den ganzen Tag auch so... Rainbow Dash, das ist nicht lustig! Tut mir schrecklich leid, Liebes. Ich fürchte, ich bin noch nicht besonders gut mit den Donnerwolken. Irgendetwas sagt mir, dass dieser Tag heute gar nicht gut wird. My little pony, my little pony. Von allem ganz viel, lieb und freundlich, zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine allerliebsten Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Was machst du hier? Was ist mit deinem Schönheitsfleck geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst, Twilight. Ich tue, was ich tue, seit er auf meiner Flanke erschienen ist. Sieht mein Himmel heute nicht wunderschön aus? Was, regnet zu lange? Wo ist Rainbow Dash? Warum kümmert sie sich nicht darum? Ich verstehe immer noch nicht, weshalb du mich geweckt hast. Ich schlafe so gern bei Regen. Es geht gar nicht um das Wetter, Spike. Rarity hat Rainbows Schönheitsfleck und sagte, dieses Häuschen gehöre Rainbow Dash. Irgendwas Merkwürdiges ist passiert. Hallo, Leute. Rainbow Dash, wieso macht Rarity deine Arbeit? Und was in Celestias Namen geht hier drin? Kein Tier will auf mich hören, nicht eins in diesem Haus. Sie rennen ziellos wild umher und fahren die Krallen aus. Ich krieg sie nicht gebändigt, denn ich bin ganz allein. Das muss meine Bestimmung sein, denn die Schönheitsflecken reden mir das ein. Zum Lachen sie zu bringen, hab ich redlich mich bemüht. Leider scheitern die Versuche kläglich, wie man deutlich sieht. Ich will sie unterhalten, doch wieso ganz allein? Das muss meine Bestimmung sein, denn die Schönheitsflecken reden mir das ein. Die Gartenarbeit bringt Verdruss, weil man dabei viel ackern muss. Die Rinde hätte ich gern repariert beim nächsten Regenguss. Die Hausarbeit nimmt Überhand, das schaffe ich nicht allein. Doch es muss meine Bestimmung sein, denn die Schönheitsflecken reden mir das ein. Was ich mühsam hier versuche, wird sowas wie ein Kleid. Es sieht nicht wirklich danach aus, Verzweiflung macht sich breit. Kann mir irgendjemand helfen? Wer ist dazu bereit? Das muss meine Bestimmung sein, denn die Schönheitsflecken reden mir das ein. Der Wetterküche tut den anderen das sehr weh. Mit Leichtigkeit versehe ich ihren Sonnenbrand mit Schnee. Ich üb noch etwas weiter im stillen Kämmerlein. Das muss meine Bestimmung sein. Bestimmung sein. Denn die Schönheitsflecken reden. Die Schönheitsflecken reden. Denn die Schönheitsflecken reden uns das ein. Das ist schlimm. Das ist ziemlich, ziemlich schlimm. Was ist passiert? Sag mir, wieso das geschieht. Als du gestern Abend dein Siebenschläfer-Schaumbad genommen hast, habe ich eine Lieferung von der Prinzessin erhalten. Liebe Twilight Sparkle, der Zauberspruch auf der letzten Seite dieses Buches ist ein unvollendeter Zauber von Starswirl dem Bärtigen. Er hat ihn niemals richtig zaubern können und hat ihn deshalb aufgegeben. Ich glaube, dass du das einzige Pony bist, das ihn versteht und ihn korrigieren kann. Prinzessin Celestia. Von einem zum anderen, vom anderen zum einen, des einen erwähltes Schicksalszeichen allein erfüllt. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Es reimt sich ja nicht mal. Ich habe den Zauberspruch aufgesagt, um seine Wirkung zu testen. Aber es schien nichts zu passieren.
Aber jetzt weiß ich, dass etwas passiert ist. Der Zauberspruch hat die Elemente der Harmonie vertauscht. Deshalb tragen jetzt alle die falschen Schönheitsflecken. Dann musst du sie mit einem Gegenzauber wieder tauschen. Es gibt keinen Gegenzauber. Was ist mit dem Erinnerungszauber, den du benutzt hast, um dich gegen Disco zu wehren? Es sind nicht ihre Erinnerungen, sondern ihr wahres Selbst hat sich verwandelt. Eins von Sekoras Heilmitteln? Die werden auch nicht wirken. Ah, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Vielleicht gewöhnen sich unsere Freunde an ihr neues Leben. Nein, Spike. Sie sind nicht mehr die, die sie sein sollten. Ihre Schicksale wurden vertauscht. Und es ist alles meine Schuld. Schon, Twilight. Du kriegst das bestimmt wieder hin. Es sind doch deine Freunde. Du hast recht, Spike. Und sie bedeuten mir mehr als alles andere auf der Welt. Meine Freunde. Twilight? Ist mit dir alles okay? Ich hab es. Ich weiß, was zu tun ist. Ach so? Vielleicht werden sie sich nicht daran erinnern, wer sie waren, aber ich kann ihnen zeigen, was sie einander bedeuten. Sie können den Teil von sich selbst entdecken, der verloren gegangen ist, und auch einem Freund helfen. Los, komm, Spike! Fluttershy, warte! Oh, hey, Twilight. Wo willst du denn hin? Ich ziehe wieder zurück nach Cloudsdale. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich bringe kein Pony mehr zum Lachen. Was meinst du? Könntest du vielleicht Rainbow Dash helfen, bevor du gehst? Sie hat echte Probleme mit all den Tieren. Aber ich kenne mich doch nicht im Geringsten mit Tieren aus. Das vielleicht gerade nicht, aber du kennst Rainbow Dash. Ich weiß, dass sie eine wirklich gute Freundin ist und dass ich mein Bestes gebe, um ihr zu helfen. Hilfe! Rainbow Dash! Ich bin hier drin! Hilfe! Ich bin gefangen! Nein, Fluttershy, du bist die Einzige, die ihr helfen kann. Rainbow Dash braucht dich. Hallo, kleine Wald- und Wiesenbewohner. Ich weiß, ihr seid sehr verärgert und wollt Rainbow Dash das Leben schwer machen. Aber wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr euch beruhigt und vielleicht eine kleine Pause einlegt. Seht mal, hier ist ein leckerer, frischer Salat, den ihr fressen könnt. Und für euch ein paar knusprige, knackige Knabbereicheln. Möchtet ihr auch gern unterbrechen und vielleicht etwas essen? Oh, na seht ihr, ihr hattet alle riesigen Hunger, deshalb wart ihr so unleidlich. Oh, ich freue mich so, dass ihr hier seid, meine kleinen Freunde. Meine Güte, ich kann ja ihre Sprache verstehen. Ich fühle mich komisch, als wäre das meine echte Bestimmung. Das ist es, was ich bin. Das ist mein Schicksal. Was ist passiert? Fluttershy, sieh doch. Dein Schönheitsfleck. Es funktioniert. Es klappt. Oh, ich bin so froh, dass du wieder die Alte bist. Komm, wir brauchen deine Hilfe. Ein wahrer Freund hält sich stets bereit und hilft bei jeder Gelegenheit. Ein
wahrer Freund hält dich stets bereit, denn sein Vertrauen schenkt dir ein wahrer Freund. Hallo, eure Freundin steckt hier im Topf. Verity ist in Not. Wenn du ihr hilfst, wird's ihr besser gehen. Sei bereit und nutz diese Chance. Dann wirst du diese Botschaft bald verstehen. Passiert. Keine Zeit für Erklärungen, aber wir brauchen Hilfe. Applejack versucht, Kleider zu nähen. Schon verstanden. Applejack ist in Not. Wenn du ihr hilfst, wird's ihr besser gehen. Sei bereit und nutz diese Chance. Dann wirst du diese Botschaft bald verstehen. Ein wahrer Freund hält sich stets bereit und hilft. Ganz fürchterlichen Traum. Oder träume ich noch immer? Rarity, Pinky verliert vielleicht bald die Apple Farm. Wir brauchen Applejacks Hilfe. Niemand verliert die Apple Farm. Das können wir doch auf gar keinen Fall zulassen. Pinky Pie hat Probleme. Jetzt wird es Zeit, ihr beizustehen. Lasst uns alle tun, was wir können. Und gemeinsam. Sehr zornig. Wir brauchen unsere Pinkie Pie zurück. Ich bin dran. Ich glaube, ich weiß Bescheid. Ein jeder in Ponyville läuft mutlos umher. Kein Lächeln auf dem Gesicht. Das Herz ist allen schwer. Mit deiner Hilfe ließe sich die Traurigkeit zerstören. Und dann wäre der Freudentaumel bis nach Canterlot zu hören. Na los, Ponys! Wo ist denn euer Lachen im Gesicht? Pinkie! Ein wahrer Freund. Das ist es. Ich verstehe es jetzt. Ich kann den Spruch korrigieren. Wir gehören zusammen. Freunde haben sich gefunden. Unserer Bestimmung folgen wir und sind durch Magie miteinander verbunden. Glückwunsch, Twilight. Ich wusste, dass du es schaffen kannst. Prinzessin? Ich verstehe nur nicht. Was habe ich getan? Dir ist etwas gelungen, was noch nie jemandem geglückt ist. Nicht einmal das große Zaubereinhorn Starswirl der Bärtige konnte es. Denn er hat die Magie der Freundschaft nicht so verstanden, wie du es tust. Die Lektionen, die du in Ponyville gelernt hast, haben dich vorbereitet. Du hast gezeigt, dass du bereit bist, Twilight. Bereit? Bereit wozu denn? Dein Weg
immer bei dir. Mit deiner Entwicklung hast du mich begeistert, Gefahren gemeistert. Es gibt so viel, das mich mit Stolz erfüllt. Veränderungen kommen schnell heran. Für dich fängt heute ein neues Leben an. Dein Herz führt dich weiter und bald siehst du klar. Jetzt ein Alihorn. Ich wusste ja gar nicht, dass so etwas geht. Alihorn-Party! Wow, du siehst ja aus wie eine Prinzessin. Ja, Twilight ist ja auch eine Prinzessin. Jetzt aber mal ein Momentchen. Eine Prinzessin? Seit du in Ponyville bist, hast du viel gelernt. Großzügigkeit, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Treue und Lachen. Und du hast die Führungsqualitäten einer echten Prinzessin gezeigt. Heißt das, dass ich nicht länger deine Schülerin bin? Jedenfalls nicht mehr so wie bisher. Ich werde dich bestimmt weiter unterstützen. Aber wir sind jetzt auch alle deine Schülerinnen. Du bist eine Inspiration für jeden von uns, Twilight. Aber was soll ich denn jetzt tun? Gibt's ein Buch, wie man sich als Prinzessin verhält? Du wirst schon Zeit finden, dich daran zu gewöhnen. Wir haben uns heute hier versammelt, um einen sehr bedeutenden Anlass zu feiern. Meine treueste Schülerin, Twilight Sparkle, hat, seitdem sie hier in Ponyville lebt, außergewöhnliche Dinge vollbracht. Sie hat mich sogar wieder mit meiner Schwester versöhnt, Prinzessin Luna. Aber heute hat Twilight Sparkle noch etwas Außergewöhnliches getan. Sie hat eine neue Magie erschaffen und damit zweifellos bewiesen, dass sie bereit ist, als neueste Prinzessin Equestrias gekrönt zu werden. Ladies und Gentle Ponys, ich möchte Sie heute zum ersten Mal willkommen heißen. Prinzessin Twilight Sparkle. Prinzessin Twilight, schaut auf zu unserer Prinzessin. Schaut auf, schaut auf, schaut auf. Sie begrüßt Prinzessin Twilight. Die Prinzessin ist Prinzessin. Was, Prinzessin? Vor einer ganzen Weile schickte mich meine Lehrerin Prinzessin Celestia hierher nach Ponyville. Ich sollte hier etwas über Freundschaft lernen. Vorher habe ich darüber nur sehr wenig gewusst. Aber heute, an einem Tag wie diesem, kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht hier stehen würde, wenn die Freundschaft mit euch allen nicht gewesen wäre. Jede von euch hat mich etwas über Freundschaft gelehrt. Und dafür werde ich euch immer dankbar sein. Heute darf ich mich als das glücklichste Pony in ganz Equestria bezeichnen. Danke, Freunde. Und ich danke allen Ponys. Twilight, ich bin so unglaublich stolz.
Sag nicht, dass du weinst. Natürlich nicht. Es ist nur flüssiger Stolz. Das ist was ganz anderes. Zeit zu gehen, Prinzessin. Die beste Krönungsfeier aller Zeiten. Wir haben dich sehr lieb, Twilight. Ich euch auch, liebe Freundinnen. Equestria bietet ein Leben, das alle Sorgen vertreibt. Und ich bin mir absolut sicher, ihr glaubt,